Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, schönen guten Abend allerseits und danke Uwe Kulnick für die schöne Einladung zu Hörbahn on Stage. Mein Name ist Tiny Stricker und ich lese heute aus dem Buch Hotel Amir Kabir oder Die Wege der Hippies. Erschienen letztes Jahr beim Verlag P-Machinery. Ich lese 5 Passagen und die erste heißt Hotel Amir Kabir. Spät abends war er in Teheran eingetroffen, erschöpft und leicht schwindelig von der beschwerlichen Fahrt. Vielleicht auch etwas zerstreut, weil er sich während der Reise ganz den vorüberziehenden Bildern und ebenso seinen Gedanken überlassen hatte. Bereits für Aufenthalt in Tebris war er eine Zeit fast ohne Gespräche gewesen, denn von der Landessprache kannte er nur winzige Bruchstücke. Überhaupt eine lange Phase der wenigen Worte, dafür mit starken Gefühlsregungen und voller Eindrücke, die sich ihm besonders eingeprägt hatten. Die Zeit schien langsamer dahin zu fließen dadurch. Dies noch mehr, weil er in einer abgeschlossenen Welt lebte. Das zeltartige Haus mit dem empfindsamen Garten draußen, der sich in dem geheimnisvoll aufleuchtenden Teppich im Innern zu wiederholen schien. Es war wie eine Insel im Strom gewesen. Umso abrupter war das Ende gekommen. Das schmerzliche Abschiednehmen von einer inzwischen vertrauten Person vor allem. Ein Gefühl, das sich noch steigerte, als der Bus zitternd die Bergpässe gleich in der Tebris hochkletterte und in den Serpentinen schwankte, was von den dicht gedrängten Passagieren immer mit aufgeregtem Geschrei, Stöhnen und inbrünstigen Gebeten begleitet wurde. In Teheran hatte er Glück. Wahrscheinlich half sogar seine Geistesabwesenheit, weil er besinnungslos hinter einem kleinen Jungen dreinlief, der sich in der Funktion des Schleppers noch zu üben schien und doch mit kindlicher Gewissheit die Zugehörigkeit des Neuankömmlings zu einem bestimmten Quartier erkannt hatte. Auch war er berechnenderen Vertretern dieser Zunft, die nach deutlichen Reisenden Ausschau hielten, dadurch entgangen. Und der Junge begleitete ihn durch die Irrgänge Alt-Teherans sicher zum Amir Kabir. Er verschwand wieder, nachdem er eine Münze erhalten hatte, die er seltsam anschaute, wurde geradezu von der Menge verschluckt und H, wie wir ihn nennen, wobei der gehauchte Laut durchaus zu seiner dahintreibenden Existenz passte, starrte etwas erstaunt auf das Gebäude, zu dem er geführt worden war. Zumindest auf den ersten Blick war es als Hotel nicht gleich kenntlich, verbarg sich eher in der dunklen Häuserzeile. Außerdem hatte es keinen richtigen Eingang, bestanden aus oberen Stockwerken, das heißt, ruhte wie einige asiatische Tempel im tiefen Dschungel auf Säulen und Stützmauern, die leicht zerbrechlich wirkten. Händler hatten sich zwischen den Pfeilen niedergelassen und Autoteile ausgebreitet, ganze Motoren, Batterien, Stoßstangen etc. Vor allem aber hatten sie Türme von Autoreifen errichtet, die, so sah es aus, das Gebäude beim möglichen Absturz auffangen sollten. Genauso gut hätte man Tarnnetze aufspannen können, dachte H. später. Sogar die Treppe zum Hotel hinauf war zwischen den Waren versteckt und als er sie hinaufstieg, kam sie ihm mehr wie eine Fluchtpassage vor oder auch wie eine Vorahnung des Luftreichs, das das Amir Kabir für ihn werden sollte. Der Patron, dessen Büro sich am Schluss der Stufen befand, betrachtete den neuen Gast länger und mit einer gewissen Skepsis, die zu fragen schien, ob dieser am Ende auch wirklich bezahlen würde.
Gleichzeitig sagte der Blick schon einiges, wie H. dachte, über die allmähliche Verwandlung der Herberge aus. Auch die im Pass eingetragenen und wieder durchgestrichenen Registrationsnummern des Mercedes studierte der Hotelier kritisch und versuchte wahrscheinlich, indem er hin und her sah, sie mit dem eher harmlosen Eindruck, den der Angekommene machte, in Einklang zu bringen. Endlich, wie bei einer umständlichen Zeremonie, übergab er ihm den Schlüssel zu einem Zimmer. Jetzt kommt ein kleiner Sprung. Die Hippies wohnten im anderen Teil des Gebäudes und eine Brücke schwang sich hinüber von einer umlaufenden Galerie zur anderen. Diese Brücken oder schmalen Stege, denn es gab mehrere davon, waren typisch für das Amir Kabir, für seine durchdachte, feingliedrige, im Grunde fantastische Konstruktion. Wenn man vor allem morgens bei schräg einfallenden Sonnenstrahlen hinüberlief, hatte man durchaus den Eindruck eines Luftschiffs, das gerade abhob, weil unten das geschäftige Treiben der Händler vor sich ging und Berge von Autoreifen wie eine eigenartige vulkanische Landschaft, die man überquerte, unter einem auftauchten. Auch erzeugten die Schritte auf den Übergängen eine kleine Melodie, den gleichmäßigen Intervallen auf und nieder stieg und zu den untergründigen Harmonien des Hotels gehörte, in denen man schon bald aufgehoben war. Besonders mit drei Schweizer Hippies hatte H. Kontakt. Sie waren barfuß und mit ihren großen, zottigen Hunden unterwegs und hatten etwas von Berghirten, die sich in ihrer störrischen Art auf ihren Wegen nicht beirren ließen. Das Deutsch, das sie sprachen, wirkte altertümlich, und manchmal kam es H. so vor, als ob sie dieses Altertümliche noch betonten oder hervorholten, so dass das, was sie sagten, ganz archaisch, ja legendenhaft klang. Ihr Fortkommen schien dadurch eigenen, unaufhaltsamen Gesetzen zu folgen, und es machte nichts aus, dass ihre Mittel unweigerlich zur Neige gingen. Zwei der Schweizer waren Hünen, die gern mit den Hunden spielten, sie an sich hochspringen ließen. Der dritte hingegen ein kleiner, zarterer Typ, mit dem sich H. anfreundete. Er war öfter allein im Zimmer, was anscheinend seinem sensiblen Wesen entsprach, wenn die anderen beiden die Hunde durch die Stadt trieben. Die Perser hatten vor den Tieren mehr Respekt als vor ihren Begleitern und die Kinder riefen ihnen, wenn sie vorbei waren, Hippie nach, was in ihrer Sprache so viel wie Mücke bedeutete. Der zarte Hippie sagte, dass sie genügend Stoff aus der Türkei dabei hätten, aber dass ihnen die Musik dazu fehle, als H. ihn besuchte. Sie redeten dann lange über neuere Platten von Hendrix, Dylan und anderen, und die Musik dieser Platten schien den Raum zu erfüllen, wie bei einem Privatkonzert. Der Schweizer schüttelte gern immer wieder etwas Zucker in ein Glas Wasser und trank genießerisch davon, was ebenfalls wie eine Droge zu wirken schien und ihn glücklich und zufrieden aussehen ließ. Er sagte, nach der Einnahme dieses Tranks, dass auch die Geräusche der Stadt, der Verkehr, die Stimmen, eine Art von Musik, eine endlose Symphonie bildeten und der Gesang des Muezzins wie ein Refrain dazu sei. Der Straßenlärm von Bagdad, denn sie waren tatsächlich über diese seltsame Strecke hergekommen, sei allerdings noch schöner, noch elektrisierender gewesen. Die Musik würde dort von Haus zu Haus springen, von Lokal zu Lokal. Manchmal war der Schweizer, wenn ihn H. besuchte, auch schläfrig oder gab sich schlafwandlerisch, sogar wenn er durch das Zimmer lief. Der Weg, den sie einmal beschritten hatten, schien dann noch folgerichtiger und automatischer für sie zu sein. Er war vorgezeichnet. Afghanistan,
Pakistan, Indien, vielleicht noch Nepal. Die Hochebene von Afghanistan schien in diesen Momenten nur ein paar Schritte entfernt und Namen wie Peshawar, Delhi, Kathmandu klangen gar nicht mehr wie Orte, sondern wie Begriffe des täglichen Lebens. Kleiner Sprung. Auch H hatte nur geringe Mittel. Dennoch kaufte er sich ein paar Sachen im Bazar, als ob er sich seiner Existenz in Teheran, seines Hierseins, dadurch versichern wollte. Natürlich übte der Bazar an sich schon das dämmerige Labyrinth, das sich inmitten der taghellen Stadt vor ihm auftat, eine besondere Faszination auf ihn aus. In seiner Erinnerung zumindest gab es darin Treppenabsätze und hohe Gewölbe, was zeigte, dass es schnell und unmerklich in ein Reich der Imagination überging, in dem man frei schweifen konnte. Mehrmals lief er an einer Ladennische vorbei, in der ein Händler alte Kannen, Schmuckstücke, Kästchen, zerbrochene Fliesen etc. ausgebreitet hatte und selbst wie ein starrer Wächter oder nur scheinbar schlafender Geist daneben saß. Endlich trat H. näher und betrachtete die zur Schau gestellten Schätze. Der Anhänger einer Halskette, ein geometrisches Teil mit blauen Steinen und silbrigen Troddeln, die schon teilweise zerrissen waren, fiel ihm vor allem in die Augen. Vielleicht keine große Kostbarkeit, und doch war eine schwer stillbare Sehnsucht darin eingeschrieben. Bilder aus Tebris drängten sich ihm dabei auf. Tage mit F, das Zusammensein in dem flirrenden, manchmal rauschhaften Garten, der Abendkorso, ihr scheuer Blick aus dem Schador heraus auf die bunte Welt draußen. Er musste das Stück haben, und als zum Glück in Tebris einige Bazar-Ausdrücke und das dazugehörige Minenspiel gelernt hatte, fing er an, darum zu feilschen. Der Händler, der seinen Blicken gefolgt war, zeigte sich allerdings als versierter Psychologe, und am Ende hatte H. nicht nur dieses Schmuckstück, sondern auch einen breiten Armreif mit Saphir, wie der Trödler sagte, und drei Ringe mit zerbeulten Steinen erstanden. Mit seiner Erwerbung kehrte er in das leere Zimmer zurück, das Reinhard tagsüber mied, und versteckte sorgfältig den Anhänger in seiner Tasche. Dann legte er nach Art der Hippies selbst den dicken Armreif und die Ringe an, denn er wollte fortan auch einer von ihnen sein. Tatsächlich kam ihm die Welt damit gleich viel prächtiger und vieldeutiger vor. Er lief erneut zum Bazar, weil es ihm im Halbdunkel leichter fiel, ein anderer zu sein, aber auch weil er probieren wollte, ob die Stücke, die er für alte Talismane hielt, ihn sicher durch das Labyrinth geleiten würden. Wirklich verstand er den Bazar jetzt besser. Er ließ sich ungehemmt treiben an vielen Geschäften und immer winzigeren Teestuben vorbei und stand plötzlich auf einem offenen Platz, eine Art Lichtung, die sich als Innenhof einer kleinen Moschee erwies. Ein besonderes, traumhaftes Licht spielte darin, ganz anders als draußen in Teheran. Aus einem Wasserbecken stiegen ein paar Fontänen empor, die H. in diesem Moment wie die Springquellen eines artesischen Brunnens erschienen, die der erschöpfte Wanderer nach langen Wegen erreichte. Tatsächlich kam ihm der Ort wie eine ersehnte Ruhepause vor, aber auch wie die Belohnung für eine hartnäckige Suche. Er dachte, dass es so weitermachen müsse, dass es so auf dem richtigen Pfad sei. Wieder ein Sprung. Also es kommen zwischendrin auch Personenbeschreibungen vor. Das sind so Fixpunkte in dem Buch von den Gästen in diesem Hotel, vor allem von diesen Langzeitgästen, die da länger waren. Und ich bringe jetzt ein Beispiel von einem dieser Gäste.
die dann auch Freunde von der Hauptperson wurden. Amir. Auch in dem Film, in den Amir H. in Teheran mitnahm, spielte ein Schiff eine wichtige Rolle. Jetzt war es ein Hausboot, auf dem die Liebenden Zuflucht fanden, das auf dem See von Srinagar verborgen war und wenn es losgemacht wurde und dahin fuhr, die Wellen spaltete und ein riesiges Herz in den ebenmäßig gerippten See zeichnete, dies noch betont durch die gleichzeitig in Schwelgen ausbrechende indische Orchestermusik und die Paradiesvogelstimmen, die zu den Berggipfeln emporstiegen. Amir hieß eigentlich Amir, aber wollte Amir genannt werden, wie sein Mädchen. Und er dies immer mit wehmütig stolzem Gesichtsausdruck sagte, konnte man an eine vergangene große Liebe glauben oder, was vielleicht noch schmerzlicher war, an eine unerreichbare, weil die Frau seines Herzens einer verschiedenartigen Kultur oder einer anderen Gesellschaftsschicht angehörte. Letzteres war am wahrscheinlichsten, denn Amir war jetzt ein mittellos gewordener Musiker, der im Hotel Amir Kabir ausharrte und vorher bei einer Latino-Gruppe in Teheraner Clubs Bongos und Conga gespielt hatte. In der Tat war er ein Meister in dieser Kunst. Man sah das, wenn er auf Bals, Tablas zu zaubern anfing, bis seine Instrumente bei einem leidenschaftlichen letzten Konzert zu Bruch gegangen waren. Sicher war er ein Iraner, wie schon aus seinem Namen zu schließen war, vermutlich der einzige im Amir Kabir. Aber er gab sich als Südamerikaner aus. Und die meisten, auch H., hielten ihn dafür, führte also ähnlich wie Amar eine Fantasieexistenz und gestaltete oder poetisierte dadurch sein Dasein. Tatsächlich sah er ja mit seiner kreisrunden Frisur, den schwarzen gekräuselten Haaren, den glutvollen Augen wie ein Brasilianer oder Venezolaner aus. Vor allem aber durch das farbenprächtige Hemd, das er meistens trug, gewissermaßen sein Emblem, Abzeichen seiner Gefolgschaft, das man schon fern in der Straße erkannte. Wunderbare Blüten waren darauf abgedruckt, die in Haas Erinnerung Magnolien waren. Aber vielleicht einfach fantastische Blumen, die mit seiner Lebensart übereinstimmten. Wahrscheinlich erging es Haar ähnlich wie Amir, was seine persische Liebe anbetraf. Und sie suchten deshalb eine ähnliche Zuneigung. Aber war dies der Grund gewesen, warum ihn Amir in den Film mitnahm? Der reale Anlass war wohl eher der gewesen, dass Haar tagelang niedergeschlagen durch Teheran lief, nachdem alle Versuche, dort eine Stellung zu finden, misslungen waren. Amir hat dies erkannt. Niemand im ganzen Hotel verstand besser als er die Gefühle der anderen und Haar mit ins Kino geschleppt. Es sei der Film, den man jetzt sehen müsse, in den alle gingen, hatte Amir gesagt, und Haar hatte einen neuen westlichen Film in der Art von Blow-Up erwartet oder einen echten Hippie-Film. Es war aber zu seiner Überraschung ein indisches Epos, Arzu, draußen schon angekündigt durch großflächige, handgemalte Kinoplakate, die ein Liebespaar zeigten, das aneinander fast vorbeigegangen wäre, sich aber nur mit träumenden Blicken zueinander umwandte. Übrigens war der Film wirklich ein Hit in der Hippie-Gemeinde, denn drinnen im Saal saß bereits das halbe Amir Kabir, Nick und die ganze Bande. Amias und Haas gemeinsames Eintreffen war mithin ein Auftritt. Darauf Arzu und das Drama, in dem die Liebe fast bis zum Ende vollkommen unglücklich war und dann in einer jähen Wendung ebenso vollkommen glücklich wurde. Plötzlicher, unerwarteter Reichtum gesellte sich hinzu. Man hatte beides in sich, Schwermut und übergroße Hoffnung,
wenn man aus dem Kino wieder herauswankte. Als H. mit einigen anderen Richtung Indien aufbrach, weil die Lage in Teheran aussichtslos geworden war, gab es noch eine Art Party, bei der Amia auf einmal H. sein Märchenhemd, das dieser oft genug bewundert hatte, schenkte. Er weigerte sich standhaft, es zurückzunehmen. Genau dies war Amia oder Amir in seiner reinen Seelenhaftigkeit, seiner Größe, so dass es H. schließlich akzeptierte. Es war ein flauschiges Nylonhemd, angenehm weich zu tragen, in dem man aber auch ganz schnell heiß wurde, eigentlich wie Amia selbst. Und etwa auf Herzhöhe hatte es ein mit der Zigarette eingebranntes Loch oder eine Öffnung, die es besonders wertvoll machte. So, jetzt kommt die letzte Passage, das führt uns jetzt nach Istanbul. Das war ja auch eine wichtige Station auf dem Hippie-Trail, der eigentlich so den Rahmen bildet für dieses Hotel Amir Kabir, wo sich dann alle treffen. In Istanbul ging H. in das Hippie-Hotel, das Amar ihn bezeichnet hatte, bevor dieser, wiederum leicht und kaum auftretend, wie ein Pariser Spaziergänger im Orient-Express verschwand. H. wollte länger in der Stadt am Bosporus bleiben, weil er während der Schiffsreise, möglicherweise sogar ausgelöst durch den Seesturm, zu der Vorstellung gelangt war, dass er jetzt eine Entscheidung über seinen künftigen Lebensweg treffen müsse. Vielleicht hoffte er auch, dass die Stadt, die viel gerühmte und selbst ein Schnitt oder Sammelpunkt, ihm diese Entscheidung abnehmen, sie auf ihre Art für ihn treffen würde. Das Hotel jedenfalls, das er bezog, schien für sein Vorhaben günstig. Auf der einen Seite lag die blaue Moschee mit ihrer Säulenhalle und den majestätischen alten Teppichen, ein Ort der überwältigen Ruhe, wie er sich ausmalte, und auf der anderen Seite das Marmara-Meer mit einer kleinen, etwas rauen Bucht, in der aber unschuldig Kinder badeten, so dass er sich auch hineinwagen, sich also freischwimmen konnte. Sein Zimmer teilte er mit einem Amerikaner, der aber kein Hippie, sondern straight war, auch nicht zu Gesprächen neigte, sondern sich hinter Stadtplan und Führer verschanzte. H. lief deshalb wieder wie in Teheran als Einzelgänger durch die Stadt, war dadurch aber ihrer Anatomie näher, ihren Winkeln und Durchlässen. Mehrmals suchte er die blaue Moschee auf zur Meditation oder Konzentration, wie er es nannte. Nicht, dass dies in irgendeine Richtung geführt hätte. Im Gegenteil, das blaue Licht, das darin flutete, die wie endlose Gärten ausgebreiteten Fliesen mit Tulpen, Nelken und Lilien, vor allem auch die Meerblicke, wenn man einen Platz am Fenster erlangt hatte, bewirkten eher einen gleichmütig schönen, leicht schwärmerischen Zustand oder eine vollständige Zufriedenheit mit diesem. Entscheidungen spielten gar keine Rolle hier. Und tatsächlich, er hatte ja Zeit. Wie er einmal vom Bad im Marmara-Meer, ein Bad oder vielmehr eine rituelle Prozedur, die noch stärker mit der Stadt verband, zurückkehrte, saß auf der Schwelle des Hotels ein junger Typ, der mit einem Stein einen interessanten Rhythmus auf die Stufen klopfte. Wahrscheinlich war es ein Kontaktversuch, aber da es sich wie ein magischer, von ferne anatolisch klingender Takt anhörte, meinte H. auf den Stein anspielend, ob dies ein unbekanntes Stück der Rolling Stones sei. Der andere ging sofort auf das Stichwort ein. Sie blieben an der Türschwelle hängen. Er heiße Erol, sagte er, sei aus Ankara und für ein paar Tage hierher gekommen, um etwas zu erleben, weil Ankara schrecklich langweilig sei. Außerdem sei er Schlagzeug in einer Gruppe. Im Grunde suchten beide einen Partner,
in der unübersichtlichen Stadt. Schon bei diesem ersten, hin und her flatternden Gespräch über Rhein, zusammen eine Ost-West-Gruppe zu gründen. Eine hauptsächlich türkisch-deutsche Formation, wobei sie beide ihre Beziehungen spielen lassen wollten. Da Erol das Schlagzeug, also das männlichste Instrument, schon besetzt hielt, sagte H., dass er die Bassgitarre, somit das zweitmännlichste, übernehmen werde, obwohl er dieses Gerät bisher nur in seiner Fantasie angerührt hatte. Auf jeden Fall war dadurch die Rhythmussektion, der wichtigste Teil der Gruppe, schon perfekt. Das andere waren eher Begleitfiguren, Rankenwerk, Ornamente. Zugegeben, herrliche wie in der blauen Moschee. Später gingen sie ins Puddingshop, um ihren Plan bis ins Detail auszuarbeiten. Welche Instrumente sie bräuchten. Eine Mischung aus türkischen Lauten und E-Gitarren. Das Equipment, den Sound, die Lightshow etc. Am nächsten Tag war Errol jedoch missmutig. Er befand, dass sie wie alle großen Popmusiker zuallererst Frauen benötigten. Dies sei unabdingbar für die Inspiration und das Gefühl. Er hatte sein Augenmerk auch schon auf zwei Mädchen gerichtet, zwei Engländerinnen, die ebenfalls im Hotel wohnten und die, während sie wieder lange auf der Türschwelle hockten, mehrmals mit ihren langen Beinen und kurzen Röcken betont gleichgültig über sie hinwegstiegen. Leider waren die beiden Frauen mit zwei größeren, misstrauisch aussehenden Engländern zusammen, was Erol aber nicht sehr zu bekümmern schien. In der Tat hat er bereits einen etwas simplen Plan ausgeheckt, der hauptsächlich auf der Wirkung von sehr guten türkischen Haschisch beruhte. Wie ein echter Assassin oder Haschischin war er überzeugt, dass er damit leichtes Spiel haben würde. Er lud die beiden Pärchen für den folgenden Tag, ein Samstag, zu sich ein. Zu Haas Überraschung nahmen die Engländer, vielleicht weil sie es als ein Gebot der türkischen Gastfreundschaft erachteten oder die beiden Männer eine Saturday-Night-Mutprobe darin sahen, die Einladung an. Als sie alle in Erols Zimmer, das zwei Betten hatte, beisammen saßen, holte dieser vom Lampenschirm, der nach oben gebogen war und den er für ein intelligentes Versteck hielt, den Stoff herunter, schaltete gefühlvolle orientalische Musik in seinem Transistorradio ein und das Licht aus, was er als Vorsichtsmaßnahme deklarierte. Beim Schein des Feuerzeugs wurde der Joint fabriziert und herumgereicht, und Erol machte den Effekt gleich vor, indem er etwas wirr über Popmusik redete. Er drehte die Musik auch auf, um, wie er sagte, die Wirkung zu steigern, und schon hörte man draußen Schritte hin und her gehen. Aber Erol meinte, das sei nichts und drehte noch lauter. Aber da ist doch jemand, fuhr eine der beiden Engländerinnen plötzlich auf, schoss erschreckt, aufgeschreckt vom Bett hoch. Wahrscheinlich lag es daran, dass Erol bereits seinen Arm um sie gelegt hatte. Aber jetzt waren sie alle nervös und Erol hielt es für besser, den Stoff wieder in seinem sicheren Versteck unterzubringen. Er stieg also auf einen Stuhl, vermutlich mit einem Fuß noch auf die Lehne, geriet dort aus dem Gleichgewicht, sauste an der Lampe hängend, einmal hin und her, so dass man im Dunkeln ein vages Schwirren vernahm und stürzte dann mit bombastischem Krach samt der Lampe herunter, die dabei in 1000 Stücke zerbrach und das sauber aufgeschnittene Hasch unter einem Haufen Scherben begrub. Jetzt hörte man wirklich Schritte und Stimmen unten. Zum Glück gab es im Zimmer kein Licht. Erol rappelte sich auf. Anscheinend kehrte kurz darauf im Hotel
sogar wieder Ruhe und Frieden ein. Die Engländer mit ihren schönen Frauen allerdings flüchteten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wo immer ihr gerade seid und auch in dem hier im Studio anwesenden Besuchern ein herzliches Willkommen zur 225. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter und eine bekannte Persönlichkeit hier in München. Lieber Tiny Stricker, schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr. Heute geht es um dein Buch Hotel Amir Kabir oder Die Wege der Hippies. Wir dürfen gespannt sein, was wir darüber erfahren werden. Lieber Tiny, ich freue mich wirklich sehr, dass du erneut gekommen bist und dass du uns mal eben diese alten Tage, die vergangenen Tage, lebendig machst, sowohl in dem Buch als auch heute in dem Gespräch, das wir führen werden. Danke. Ja, die erste Frage, so damit wir überhaupt ins Reden kommen, ist: Was hat dich in diesem Jahr schon mal besonders geärgert? Das ist wieder typisch für dich, dass du mit einer völlig unerwarteten Frage anfängst. Aber ich freue mich im Grunde drauf, ne? Weil das bringt einen aus den Schubladen, die man so hat, und aus den eingefahrenen Gleisen ein bisschen raus. Ne? Was hat mich in diesem Jahr am meisten geärgert? Mein Gott, da hat er natürlich einiges Geärgerndes mehr. Da müssten wir lange anfangen aufzuzählen. Soll das irgendwas mit dem Buch zu tun haben? Gar oder was? Nicht. Ich müsste jetzt länger nachdenken, was mich wirklich am meisten geärgert hat. Dann mache ich es dir leicht besser auf. Denk nach und beantworte die nächste Frage. Ja, okay. Vielleicht. Die ist viel einfacher. Wie definierst du Glück? Oh, das ist wieder eine schwierige Frage. Ne? Na gut. Es geht natürlich auch in meinem Buch, da bin ich ein bisschen besser präpariert jetzt, ne? Da geht es ja auch irgendwo um Glück. Ist ja auch eine Glückssuche, das Ganze, ne? Die Hippies waren schon auch Glückssucher, finde ich. Waren Hedonisten, sagt man auch, ne? Mhm. Die gemeint haben, das Glück muss man suchen, ne? Da muss man unterwegs sein, da muss man sich treiben lassen. Dann kommt das Glück irgendwo, ne? Also nicht, wenn man es so ganz so präzise Vorstellungen hat oder so ganz dringend irgendwas aufsucht, sondern man muss sich treiben lassen und dann kommt schon wie zufällig kommen dann glückliche Momente, ne? Wie zum Beispiel in dieser einen Episode da, wo ich plötzlich auf so einen wunderbaren Platz mitten im Bazar von Teheran gestoßen bin. Und das sind dann glückliche Momente. Also ich würde sagen, Glück, es hängt mit Momenten zusammen. Mhm. Da passt das natürlich genau dazu, was du sagst. Du bist in irgendeiner Gegend unterwegs, eine exotische Gegend in dem Fall für dich, und kommst dann irgendwo hin und da ist Frieden oder da ist irgendwie schön, da ist warum auch immer schön, aber da ist es schön und das hält aber leider nicht lange. Aber es ist erstmal ein toller, glücklicher Moment. Ich kann das gut nachvollziehen, ja, was du sagst. Und versucht es dann wiederzufinden. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, genau. Und das kann man natürlich an der Stelle nur, wenn man unterwegs ist. Ja. Zu Hause im Garten allein hocken, müsste dann schon dauernd ein neuer Paradiesvogel vorbeikommen. Oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ne? Man muss jetzt nicht so ganz weit schweifen, natürlich. Man kann genauso, was weiß ich, in der U-Bahn oder so, mal einen Glücksmoment haben, ja, wenn man irgendwas besonders Interessantes oder was Schönes sieht. Mhm. Ja. Man muss dieses sich treiben lassen, glaube ich, gehört dazu, dieses Offensein. Mhm, denke ich auch. Tiny, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang und in der Generation, die ich meine und die auch gar nicht so wenig am Tisch vertreten ist insgesamt, hört man immer häufiger, dass wir das Glück hatten, in der besten Zeit diese Gegend Europas, Deutschland, nenn es wie du willst, gehabt hat. Und dass es jetzt nur noch schlechter wird. Gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, was auch immer. Wie siehst du diese Meinung? Naja, es wird natürlich heute viel geredet über die Babyboomers oder über die Boomers überhaupt, ne? Und wir sind natürlich typische Boomers, wir zwei, ne? Und ja gut, dann heißt es immer, wir haben die beste Zeit gehabt. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass das
nicht ganz so stimmt, ne? Dass das ja eigentlich auch eine zum Teil recht schwierige Zeit war, die wir hatten. Also ich denke jetzt an so Dinge wie, dass man mit einer sehr schwierigen Elterngeneration auskommen musste, also in meinem Fall mit einem sehr autoritären Erziehungsstil, der noch so von der Kriegsgeneration kam, ne? Und auch, dass der Leistungsdruck, glaube ich, ziemlich stark war, ne? Mhm. Und deswegen sind wir auch geflüchtet. Also ich zum Beispiel, ne, bin dann abgehauen da in den Orient, ne? Mhm. Um diesem Leistungsdruck erstmal zu entkommen. Und also so easy war es für uns jetzt, für die Babyboomer auch nicht, sagt. Aber natürlich, andererseits hatten wir schon im Vergleich zu den Millennials oder so, ne, die heute mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert sind, hatten wir auch eine gute Zeit, sicher, das kann man so sagen. Mhm. Aber es ist ambivalent, ne? Also wir hatten nicht nur gute Zeiten, wir mussten uns auch befreien von einigen Dingen. Mhm. Verstehe, ja. Ich meine, da steht ja auch genau die Zeit, in der dein Buch spielt ja da auch eine große Rolle. Aber kommen wir sicherlich noch drauf. Was mir immer wieder begegnet ist, tatsächlich etwas, womit ich gar nicht so gerechnet hätte. Wir haben ja mal über dein Buch, ich nenne es mal das U-Bahn-Buch, gesprochen. Und ich kriege immer mal wieder Fragen, sag mal, was ist eigentlich mit diesem U-Bahn-Buch? Ist das eigentlich gut gelaufen? Und meine Frage, die ich daran dir stelle und die ich dann für mich daran hänge, ist für dich in der U-Bahn Münchens etwas verändert? Ja, ich habe das geschrieben. Wie lange ist das jetzt her? Vielleicht ist es schon wieder 4, 5 Jahre her, gell? Dieses Buch. Das hat ja auch, so Bücher haben immer eine Entstehungsphase von 2, 3 Jahren. Gell? So leicht schüttelt man die nicht aus dem Ärmel. Und damals war, ja, das war noch schon intensiver, das U-Bahn-Fahren. Jetzt ist halt sehr viel digitalisiert. Also diese ganzen Bildschirme, die jetzt da sind, ne? Die gab es damals noch nicht so stark. Und ich finde, die stören mich schon. Also das ärgert mich übrigens. Jetzt hätte ich was mich ärgert. Na bitte. Diese vielen Bildschirme, ne? die einem eigentlich so ein bisschen das Denken verbieten oder sozusagen, oder die einen so stark beeinflussen. Ne? Früher saß ich in dieser U-Bahn-Zeit, wo ich viel U-Bahn gefahren bin und viel reflektiert habe über das U-Bahn-Fahren und über die Leute in der U-Bahn, gab es noch weniger so Bildschirme, da war ich noch viel freier. Und jetzt schaue ich selber oft auf die Bildschirme und sehe irgendwelche wirklich dämlichen Nachrichten. Was habe ich vorher gerade angeschaut, ne? Wie viel Fenster hat der Turm von der Peterskirche, vom alten Peter hier? Mhm. 19 Stück. Also sowas Absurdes muss man dann lesen. Und anstatt, dass man frei seine Gedanken schweifen lässt. Und das hat zugenommen. Also diese ständige Reizüberflutung, ein altmodisches Wort, aber es ist ja so, ne? Durch Bildschirme, das und Bildschirmnachrichten, das hat zugenommen und das ärgert mich auch. Mhm. Haben wir gleich zwei Fragen. Jetzt habe ich gleich die andere auch noch. Also, gut. Wunderbar. Was mir aufgefallen ist auch bei dem Buch, weil es so explizit auch nochmal ganz hinten hervorgerufen ist oder hervorgehoben ist, eine Werkausgabe, wird tatsächlich deine Bücher werden als Werkausgabe auch bezeichnet, von Tiny Stricker im Verlag von P Machinery und es sind immerhin 11 Stück. Wer ist auf die Idee gekommen, das sozusagen als Werkausgabe zu formulieren? Der Verleger? Der Verleger. Mhm. Ja, das war der Verleger, der hat gedacht, das ist einfach vom Marketing her besser, an eine ganze Reihe zu denken. Irgendwie hat er den Eindruck, dass Leute gern so Reihen kaufen und gern so eine ganze Werkausgabe da stehen haben. Das macht mehr her und bringt mehr Kunden. Mhm, verstehe. Also eine PR-Maßnahme. Ist ja nichts dagegen zu sagen. Ja, es war PR. Ja. Übrigens sind es 13 Bände, gell? 13? Habe ich ja. Oh Gott, ich kann doch immer bis 12, bis 13 zählen. Das ist die Nummer 13. Deswegen muss jetzt schnell ein neues her, damit es nicht bei der Nummer 13 bleibt. Bist du etwa abergläubisch? Bisschen. Auch noch. Okay.
Okay, das ist aber jetzt so des Allgemeinen genug gesagt. Du hast auch Bücher, die sind ja auch in der Werkausgabe ausgewiesen, nämlich Bücher geschrieben, ein Mercedes für Tebris, du hast es ja auch erwähnt, den Ort und unterwegs nach Essaouira. Ich hoffe, ich habe Zeit beim Halten. Essaouira, okay. Und über doch sehr ähnliche Themen oder doch, ja, doch begleitende Themen. Wieso schreibst du so gern über diesen Bereich oder warum den Orient, nenne ich es mal? Oder was ist daran so Besonderes, nach so vielen Jahren, die du ja dort gewesen bist? Ja, das ist einerseits die Zeit, die mich fasziniert, also diese Epochenumschwung, sage ich jetzt mal, Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre, wo doch sehr viel passiert ist. Es ist eine Aufbruchszeit, eine Umbruchszeit, die ganz verschiedene Facetten hat und die mich natürlich persönlich auch stark geprägt hat, weil ich, das war so die, ja, so meine Adoleszenz, wie man so sagt, ne? Mhm. Wo man sehr stark, wo man viel selber, viele Veränderungen durchmacht. Einerseits die Zeit, aber auch, wie du sagst, der Orient hat mich auch stark beeinflusst und begeistert in der Zeit, ne? Dieses ganz andere Lebensgefühl oder Zeitgefühl auch, ne, das man dort doch gefunden hat und dass ich zum ersten Mal ganz stark da in Tebris erlebt habe, wo ich diesen Mercedes hingefahren habe. Ich weiß nicht, ob ich habe ich schon mal erzählt. Macht ja nicht, es gibt ja doch mehr als zwei oder Zuhörer. Ah, okay. Also naja, es war natürlich für mich eine ganz andere Welt, gell, diese ziemlich nomadische Gesellschaft, die da noch existiert hat. Denn in diesem Haus, da gab es eigentlich nur den Teppich als Möbelstück und sonst gar nichts, hat völlig genügt. Und da hat man drauf gegessen und hat auch drauf geschlafen. Mm. Für mich haben sie dann so ein altes Militärbett irgendwie reingestellt, so, das immer furchtbar geknarzt hat. Aber das fand ich sehr interessant, dass die Leute also auch mit ganz wenig ziemlich bedürfnislos ausgekommen sind, wobei das, was wir in unserem Mercedes drin hatten, schon der Anfang vom Konsum war natürlich. Ne? Da war ein Fernseher drin, mehrere Fernseher, die haben wir eingekauft. Ne? Achso, du hast doch gleichzeitig Dinge mit transportiert. Ja, wir haben viele Dinge. So wie früher auf der Route in die Türkei. Ja, es ging alles. Ein Föhn, und die Frau wusste ja, was mit dem Föhn machen sollte. Hat vorhin nie einen Föhn gehabt, auch gebraucht natürlich. Auf einmal waren diese ganzen Konsumwünsche da. Und der Fernseher ging übrigens nicht, zum Glück. Der hat gemeint, da müssen wir einfach draufdrücken. Ja, da muss auch was rein. Ne? Da muss vor allem eine Antenne da sein. Ja, ja, ja. Da waren so Schemen da. Ne? Und dann hat er ein paar Mal draufgehört, aber war völlig kaputt. Mhm. Und dann hat man ihn in der Ecke gestellt und hat so ein Deckchen drüber getan. Da war es so eine Art schickes, kleines Möbelstück. Wunderbar. Aber man hat es dann zum Glück nicht mehr benutzt. Aber so, um nur zu zeigen, wie fern von Konsum und Kommerz das war. Und das hat mich schon sehr beeinflusst. Und ich fand es auch schön, wie die Leute da irgendwie so ein ganz anderes Zeitgefühl hatten. Und dass sie einfach so am Fenster liegen konnten und den Mond anschauen und solche Dinge. Das war für mich der Orient. Ne? Mhm. Man sagt immer, in München fängt der Orient an. Ne? Kennst du wahrscheinlich den Spruch? Ja, ja. Früher hieß es, München ist der schönste Teil Norditaliens. Ne? Mhm. Den Spruch kennst du auch. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Und dann hieß es, in München fängt der Balkan an. Und irgendwann hieß es dann, in München fängt der Orient an. Und das stimmt natürlich schon. Also hier gab es ja gibt es immer noch das kleine Persien da in der Bahnhofgegend. Mhm. Ja, klar, ganz schöne Lokale auch sind und eine Bäckerei und so. Und etliche Hotels, ich habe mich immer gewundert, dass da... Hotels, Reisebüros, ja. Ganz interessante. Und also da waren wir schon viel näher am Orient natürlich. Mhm. Und da waren auch diese ganzen Mercedes-Lager, ne, das war die günstigste Art, in Orient zu kommen. Verstehe. So ein Mercedes zu fahren.
die auch ein bisschen, habe ich mitgekriegt, nicht ganz sauber waren. Also später, es war natürlich juristisch seltsam, ne, dass man da den Mercedes eingeführt hat, praktisch auf seinem Pass, ne, und ihn dann dort irgendwie wieder entweder verschenkt hat oder irgendeinen Eintrag gekriegt hat, den Pass, dass der kaputt gegangen ist, und hat dann einfach den Einfuhrzoll, natürlich hat man sich dadurch erspart für der Pässe. Ne? Ja. Nein, aber du musst den jüngeren Leuten insbesondere, die uns zuhören, erzählen, was dieser Hippie-Trail eigentlich war. Ja, der Hippie-Trail hat mich natürlich auch fasziniert. Ne? Das war schon ein Wagnis, da unterwegs zu sein. Und es waren auch relativ viele unterwegs. Und es musste auch da lange Strecken trampen, ne, um überhaupt also da akzeptiert zu werden als Hippie, ne, also nur in irgendeinen Bus zu steigen oder in Zug, das ging nicht. Ne. Man musste also wirklich schon mindestens von Istanbul nach Teheran trampen. Ne. Das war natürlich schon eine lange Strecke und nur so kam man dann irgendwie, wurde man akzeptiert als Vollhippie sozusagen. Mhm. Und da frage ich gleich nach, weil du sagst, da wurde man akzeptiert. Von wem akzeptiert? Was war da wichtig? Von der Community, ne? von den anderen, die auch unterwegs waren. Ne? Da wolltest du dazugehören, oder da wollte man dazugehören. Ja, es war natürlich auch in der Musik und in der Literatur war es vorprogrammiert. Die Beat Generation in Amerika, die hatte das auch vorgemacht, zwar nicht im Orient, sondern die sind halt auf der Amerika getrampt oder auf irgendwelchen Zügen, auf den Zugdächern gefahren oder nach Mexiko runter. Das war deren Hippie-Trail. Oder Route 66. Route 66 entlang, ja genau, ne? Mit dem Daumen im Wind. Und unser Hippie-Trail war halt nicht Mexiko, sondern war nach Möglichkeit bis Kathmandu. Ne? Mhm. Habe ich nicht ganz geschafft, muss ich sagen. Ja, ist einer der, ging mir das Geld aus. Einer der Songs, die ich heute noch höre, Kathmandu von Cat Stevens. Und das ist ja die Zeit gewesen. Es gab, glaube ich, gab Song Kathmandu is where I'm going to. Oder? Ja, irgend sowas. Ja. Also den Text weiß ich auch nicht mehr so richtig. Aber Kathmandu, das sagen sie so schön auch. Ja, genau. Das ist ja nicht so, sind ja nicht fünf Leute gewesen, die da irgendwie unterwegs waren und das dann hinterher verklärten, sondern es waren ja damals wichtige Leute, wie die Beatles waren unterwegs in gewisser Weise, die sind nicht getrennt, bin ich sicher. Dann Jimi Hendrix, ich habe mal geguckt, wer da noch so sich hervorgetragen hat. Joni Mitchell und Timothy Leary, da gibt es auch einige Songs extra mit Timothy Leary. Ja. Was schreibst du oder was begegnet deinem Helden in dem Buch, in der Richtung? In dieser Richtung. Naja, es natürlich gab es da Treffpunkte, ne, die wichtig waren. Das berühmte Pudding Shop in Istanbul, das ja auch in der Episode vorkam. Gibt es, glaube ich, heute noch. Wir waren vor ein paar Jahren da, gell, und Sidings hat nicht mehr. Also den Flair und den Charme von damals. Aber damals war das schon, das Pudding Shop war ein tolles Lokal, kann man sagen. Und gab es auch ein Hotel, das kommt auch vor, das berühmte Gülhane Hotel in Istanbul, voller Abenteurer in der Zeit. Hm? Aber erzähl noch was von dem Pudding, bitte. Pudding Shop? Ja. Was war da so Besonderes? Pudding Shop war halt, das war so ein richtiger Treffpunkt, wo man auch interessante Türken kennenlernte, was auch gut war, ne? Wo man Mädchen kennenlernte, war auch nicht unwichtig, ne? Aber keine Türkin. Auch Türkinnen? Ja, tatsächlich. Kommt auch in meinem Buch vor, ne? Oh ja. Beinahe wäre ich mit einer Türkin zum Abiturball gegangen, aber dann im letzten Augenblick hat sie doch gedacht, nee, mit dem Hippie kann ich doch nicht gehen. Ich dachte, mit dem Kopftuch macht sich das nicht so gut. Damals gab es noch gar nicht so viele Kopftücher, weißt du? Das Pudding Shop war, ja, ich weiß, es war auch so ein Umschlagplatz natürlich. Da hat man so geredet, wie komme ich jetzt weiter nach Teheran? Mhm. Wie komme ich nach Kathmandu, was gibt's da? Es war eine spannende Ecke da, ne? Von Istanbul. Und natürlich auch das Hotel Amir Kabir
war ein unglaublich interessanter Treffpunkt. Aber ich kapiere noch mehr, weil das war genau in der Mitte vom Weg. Ne? Also da, das war so richtig der Mittelpunkt eigentlich vom Hippie Trail. Ne? Wo die einen Leute wieder zurückgekommen sind schon, ne, mit ihren Erfahrungen. Einige hatten eine Sitar dabei, haben Sitar gespielt, kommen mir auch vor. Dann kamen die ganzen Australier mit ihren Erfahrungen, die hat man dann getroffen. Man hat auch Inder getroffen und Orientalen, die da unterwegs waren, ne? Und nach den Westen gezogen sind. Also die Shankar zum Beispiel ist gekommen. Dieser Typ, der sich Ravi Shankar, ne? Der eigentlich Jim hieß. Naja, das ist ja egal, aber ich kenne ihn immer noch unter Ravi Shankar und die Musik war damals für uns, ja, was war eigentlich? Gab's in dem Hotel gab es ein, weiß nicht, ob das. Ja, habe ich gesehen, Gab es einen Typ, den hat man Ravi Shankar genannt. Ach, das war nur ein Nenname. Also das war ein Spitzname, ja, ein Kosename. Eigentlich, oder ein Kunstname, denn der hat ja gespielt wie Ravi Shankar. Ne? Ah, ja, okay. Das war ein Amerikaner, ein New Yorker, der 3 Jahre beim großen Meister in Indien gelernt hatte und dann mit seiner Sitar zurückkam in Westen. Mit einem Inder dabei, der Tabla gespielt hat. Also ganz interessante Kombination. Mhm. Und die saßen auch längere Zeit im Amir Kabir und haben da auch gespielt in dem Hotel da. Ja, das Hotel, das schaut ja auch sehr schön aus. Ja, das ist Hotel, das war so ganz toll konstruiert. Da hat sich der Baumeister einiges einfallen lassen mit so. Ja, es könnte ja überall sein, aber nicht gerade im Orient. Ne? Das ist ja eigentlich mehr westlich modern damals. Bauhausmäßig schaut das fast aus. Gell? Ja, so ein bisschen. Und man ist darauf gegangen. Unten waren diese Händler, das war ganz interessant. Ja. Also man hat gar nicht gedacht, es ist ein Hotel. Und oben war das sehr luftig alles mit diesen vielen Stegen, die da so zwischen den einzelnen Blöcken da hinübergeführt haben. Und also es war einfach ein Luftreich, war das, kann man sagen. Und dementsprechend war auch die Atmosphäre in diesem Hotel. Und wir haben das auch völlig ausgemalt und dekoriert, das war am Ende war das wirklich eine unglaubliche Hippie-Höhle, kann man sagen. Ne? Mhm. Also wir haben die Türen bemalt, die Fenster, alles. Und unsere Tür haben wir so Bischofsstäbe hingemacht, wie in so einer gotischen Kathedrale und so weiter. Ne? Und es wurde immer bunter. Ne? Also ich bin dann nach einem dreiviertel Jahr später mal wieder dort gewesen. Da war alles völlig ausgemalt. Es war eine eine Hippie, kleine Hippie-Stadt geworden. Es war ganz toll. Die Menschen, die du da, denen du begegnet bist, die finden sich ja auch in dem Roman zum Teil wieder. Ja. Musstest du die sehr verfremden oder hast du sie zum Teil eins zu eins? Nö, die habe ich ziemlich übernommen. Ich habe sie vielleicht ein bisschen verklärt. Verstehe. Ich habe leider zu keinem mehr Kontakt. Aber das Hotel Amir Kabir ist doch bei vielen irgendwie eine Erinnerung. Gell? Ich habe eine andere Lesung gehabt, da im Münchner Literaturbüro. Und da waren 2 Leute da, die gesagt haben, ja, da war ich ja auch im Amir Kabir. Ne? Okay, verstehe. Ich habe neulich 2 Sendungen gemacht, die mit dem Iran zu tun haben. Mit Frauen, die aus dem Iran geflohen sind oder vertrieben worden oder die schon sehr, sehr lange hier wohnen, schon gingen, als der Schah ging. Das ist schon eine besondere Situation, die wir eben haben. Wie geht es dir mit dem Buch, mit deinen Erinnerungen jetzt in der jetzigen Zeit im Verhältnis zum Iran? Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ne? Ich meine, damals wusste man natürlich schon, dass der Schah ein Problem war. Es gab ja diese Anti-Schah-Demonstration. Das war so, ich denke, dass es 68 war, die, wo der Deutschland besucht hat mit Farah Diba und so weiter und mit Lübcke da herumgereist ist. Mit den Straßenschlachten auch. Also man wusste schon, dass das ein böser Mensch ist. Und da unten dann
ja, man hat eigentlich dann schon auch gesehen, dass wie allgegenwärtig der Schah war. Ne? Die ganzen Schah-Plakate überall. Ja, dann gab es so Sportwettkämpfe, wo immer also ein Verwandter vom Schah gewonnen hat und so weiter. Man hat also schon gemerkt, der Schah ist sehr präsent und es gab auch viel Korruption, was man schnell gemerkt hat. Ne? Die Beamten waren relativ korrupt. Ich meine, ich bin zum Beispiel da mit diesem Mercedes angekommen, der Perser war mit dabei und der hatte alle meine Dokumente verschlampt gehabt. Also ich hatte weder einen Pass plötzlich noch einen Führerschein, ne? Und sollte dann über die Grenze da gehen. Ne? Und das heißt, ich glaube, einen Pass hatte ich noch, aber den Führerschein hatte ich nicht mehr. Ne? Und das war aber insofern kein großes Problem, weil der einfach dann einen Föhn gekriegt hat, dieser Grenze oder irgend sowas Ähnliches. Ne? Also die Korruption war schon schlimm damals. Das hat man gemerkt. Trotzdem, jetzt wenn man jetzt zurückdenkt natürlich, gell, wenn man heute sagt, ich war damals in Persien 68, 69 und man redet mit einem Perser oder vor allem mit einer Perserin heute drüber, dann sagen die, oh, das war die Pahlevi-Zeit. Gell. Und für die ist das schon fast wieder eine schöne Zeit. Gell. Das ist eigenartig. Ne? Das hat sich so gewandelt, weil natürlich im Vergleich dazu war so die tägliche Freiheit viel größer. Ne? Die Frauen sind in Teheran mit Minirock rumgelaufen, Haare offen und man hat laute Popmusik gehört und es gab auch tolle Bands, gell? So Underground-Bands, die haben so ähnlich gespielt wie Pink Floyd. Ne? Und das ist natürlich heute vorbei. Heute ist es ganz schlimm geworden. Es ist wirklich schlimm geworden. Wir reden ja die ganze Zeit um die Umstände, in der das Buch auch spielt letztendlich, wozu die zu dem Buch geführt haben und. Was ist denn das Besondere, was du erzählst in dem Buch? Ich finde das so, der Erzählstil ist vielleicht schon was, was ganz, ganz wichtig ist für mich, ne? Dass man sehr nahe am Objekt ist, also würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich habe halt gedacht, das muss also wirklich, man muss sich in Teheran fühlen, wenn man das liest, man muss sich im Bazar fühlen, wenn man das liest. Also diese Nähe zum Objekt war mir sehr wichtig, dass man das sehr genau nachempfinden kann, die Orte, die Menschen, die Szenen, die Episoden. Das war mir sehr wichtig. Die Botschaft muss dann von selber herauskommen, denke ich. Ne? Die ist jetzt nicht so explizit irgendwie dargestellt, was da drin sein soll. Naja, aber das und natürlich ist sie da, denke ich, irgendwo, gell? Dass ich diese Hippie-Zeit schon auch irgendwie idealisiere auf eine gewisse Art und Weise. Ja, das bleibt nicht aus. Das müssen wir, glaube ich, auch tun mit dem, was wir erlebt haben und was wir gemacht haben. Sonst vor allem Dinge, die schwieriger waren. Aber die schöner sind, die können auch trösten bis heute. Also insofern. Ja. Und ich finde, das gelingt ja gut in dem Roman, dass du erzählst. Es gibt einen Satz von Fritz Molliard, den habe ich mal von ihm gehört. Der hat gesagt, auch sehr wahnsinnig gern erzählt. Und er hat gesagt, damit ich nicht vergesse, ihn zu erzählen. Und da geht es ums Erzählen und nicht um eine Pointe, es geht nicht um eine Geschichte, eine komplette Geschichte oder sowas, sondern es geht ums Erzählen. Und das machst du ja gern und du machst es auch gut. Und da ist es jetzt nicht wichtig, dass die Geschichte tatsächlich irgendwie zu Ende geht, sondern dass sie gut erzählt ist. Und das ist gut gesagt, danke. Das ist, und das ist, glaube ich, das, was du dann machst. Und also wer jetzt hingeht und erwartet eine, was ich, wie auch immer, eine Story im Sinne von, das fängt da an, geht dahin, da passiert das und das und am Ende kommt dann das bei raus, ein geläuterter Mensch oder was auch immer, das ist auch gar nicht deine Intention. Das hast du gut gesagt, das kann ich nicht besser sagen, das ist gut. Ja. Also, genau so. Okay. Aber vielleicht geht es dadurch auch weiter, gell? Das ist so interessant, durch diese Open-End-Situation, ne? Vielleicht ist es dadurch nicht so abgeschlossen. Ja. Ich glaube, das hast du andeuten wollen. Ne? Ja, natürlich. Ja. Das ist es ja auch gar nicht und das muss ja auch nicht. Also das finde ich bei dem, was ich von dir lese, gut. Es ist
Manchmal sind es kleine abgeschlossene Episoden, das ist okay, aber keine großen Romane in dem Sinne, ja, also eine ganze Geschichte einer Familie oder das ist eher nicht. Also nicht Brüder Karamasow oder so. Ja, 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 nee, und das ist nicht deine Sache, aber erzählen, ja. Okay. Und das finde ich wirklich sehr schön. Hat euch das mit dem, du hast gesagt, ihr hättet es bemerkt seinerzeit in Teheran, dass das mit dem Schah nicht so doll ist, dass es mit der Korruption nicht so doll ist, aber ging euch das vielleicht irgendwie doch als Westler, als vorübergehend Anwesende, als Ziel Indien oder wo auch immer, doch am Arsch vorbei? Naja, das war natürlich eine Schutzzone, sagen wir mal so, das Hotel Amir Kabir. Es war nicht so, dass man als Hippie überall gern gesehen war, also eigentlich überhaupt nicht. Das Wort Hippie hat ja auch im Persischen, soweit ich mich erinnere, es kommt auch mal da vorne, komisch, weil die Bedeutung Mücke oder Fliege oder so. Ja, ja, genau, das hast du gelesen. Ja. Und man hat in der Zeitung, in der persischen Zeitung immer wieder ganz üble Karikaturen gesehen von Hippies, ne, wie die also völlig verlaust und verdreckt und mit irgendwelchen Fliegen bedeckt, also da rumlaufen, ne. Also die Hippies waren nicht unbedingt gut angesehen, im Gegenteil, eigentlich überhaupt nicht, ne. Und das Hotel Amir Kabir war so ein Schutzraum, ne? Da konnte man sich zurückziehen. Der Patron hat dann auch irgendwie ein bisschen nach außen abgeschirmt und so. Ne? Also so leicht war das nicht, trotz der Schah-Modernisierung, der Schah-Verwestlichung, ne? Dort zu existieren in der Zeit. Verstehe. Aber ich meinte es auch eher mit umgekehrt. Gingen euch die Situationen dort nahe oder wart ihr dann doch letztendlich nur eine Art von Low-Budget-Touristen? Oder ich setze dich im Augenblick gleich ungerechtfertigterweise mit dem Helden natürlich, aber ich meine natürlich die Zeit und die Menschen dort. Ja. Ich glaube, wir haben damals schon, es war die Frühphase von diesen Reisen, 68, 69. Es war noch nicht so verbreitet wie später, was man dann so als Rucksacktourismus bezeichnet. Und da kann man natürlich auch Kritik dran üben, denke ich. Gell? Diese Leute, die immer möglichst, wie du sagst, low budget, da durch die Länder reisen und werden auch ein bisschen natürlich die Situation ausbeuten, ne? Dadurch, ne? Die einfach möglichst billig und möglichst exotisch reisen wollen. Und das hat sich dann aus so einer Mode entwickelt. Und man sagt ja oft, die Hippies sind schuld daran, weil das die Vorläufer waren. Ne? Vielleicht waren wir es auch. Ne? Ja, kann man da sagen, wollte ich nämlich auch nachfragen, wie im Nachhinein du das bewertest, dieses Erschließen dieser Gegenden bis hin nach Indien. Da war es ja dann nochmal eine ganz andere Nummer mit dem Unterschied zwischen Arm und Reich. Aber ich glaube, wir Hippies der Frühphase, sage ich jetzt mal, ne, haben schon noch versucht, also mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Ne? Mhm. Also ich bin zum Beispiel mit diesem einen Amir da im Hotel, ne, oder auch in Gom bin ich mit irgendwelchen Typen rumgezogen oder in Istanbul mit dem Türken. Ne? Also man hat durchaus, hatte keine Scheu da, ne? Also mit den jungen Leuten da Kontakt aufzunehmen in diesen Ländern. Man war noch nicht so abgetrennt wie später wahrscheinlich, wo es die Rucksacktouristen einerseits gab in ihren Hotels und so weiter, sondern man hat doch immer noch viele, also einheimische Freunde gehabt. Und das Verbindende war eigentlich so die Popmusik meistens. Mhm. Gell? Die haben ja auch schon die Beatles gekannt und die Rolling Stones und kam relativ schnell ins Gespräch. Und das war so eine internationale Welle. Das war ganz schön eigentlich, die dann später wieder irgendwie verlaufen ist. Aber in der Zeit war die ziemlich stark. Mhm. Diese internationale Popwelle, sage ich jetzt mal. Verstehe. Aber solche Parallelen zwischen letztendlich Teheran, den Zentren, die du da so auch beschrieben hast und den Vorgängen und so etwa ein Ziel wie Goa zum Beispiel, ist nicht gleichzusetzen und auch nicht ähnlich zu setzen, oder? Du meinst das Hippie-Goa, ja, ja, oder? Ja, Hippie-Goa, ja. Ja, das war sicher konzentriertes Hippietum sozusagen. Ja, ne? Das war, glaube ich, eine spätere Phase. Und
Weil das war ja dann auch eher so eine esoterische Phase. Mhm. Das war bei uns, glaube ich, noch nicht so stark. Diese esoterische Hippie-Bewegung, die dann so Richtung Bhagwan und Ashram genau, und so weiter ging. Ne? Also das war nicht unser Ding, also, sage ich. Also ihr wart oder auch unser Held und die drumherum waren nicht unterwegs in irgendein Ashram oder sowas. Nö. Sondern einfach unterwegs. Unterwegs und ja, eher noch unterwegs zu den Ländern. Man hatte schon, also natürlich Philosophien. Es gab schon eine Art Hippie-Philosophie oder Hippie-Ideologie. Es gab zum Beispiel so ein Buch, das hieß die Hippie Papers, habe ich gelesen. Mhm. Und naja, dass man... Hört sich seltsam an. dass man halt meditieren konnte. Ja. Ne? Dass man, was war noch? Wie ich, natürlich die Drogen, die Bewusstseinserweiterung, ne? Dass man die neue Lebensform, neue Form des Zusammenlebens ausprobieren wollte, ne? Mit vielen zusammen sein. Wir haben das dann später in der Kommune gemacht. Aber man hatte schon also so ein ideologisch-philosophisches Programm. Mhm. Aber es war noch nicht so esoterisch, dass man also nicht irgendwelchen mystischen Lehren nachgelaufen ist wie später. Mhm. Hält dort, beziehungsweise wie lange blieben die Leute dort, gerade in dem Hotel? In dem Hotel, also ich war da sicher so 2 Monate, ne? Doch so lange? Ja, ich habe da eine Stelle, wir haben ja alle versucht, dann auch in Teheran, uns ist ja halt das Geld im Grunde schon ausgegangen, in Teheran, ja. Ne? Nicht erst in Indien. Und deswegen haben wir da versucht, eine Stelle zu finden bei Berlitz und bei... Ja, genau. Wir haben auch versucht, bei der persischen Luftwaffe ein Englischlehrer zu werden und so Geschichten. Und es hat natürlich alles nicht geklappt. Und dann ist man halt irgendwann weitergezogen, hat gedacht, mit dem Restgeld kommt man in Indien und so weiter besser unter als in Teheran. Mhm, verstehe. Wahrscheinlich stimmt das auch so. Ja, das hat gestimmt. Das denke ich mir auch. Also das heißt, es gab es auch Dauerbewohner, wirklich Dauerbewohner? Ja, es gab dann den einen Typen, den ich am Ende wieder treffe, den ich also mehrmals treffe im Laufe des Buchs, diesen Drum. Ja, genau. Das war der einzige Schwarze, damals der einzige Farbige in dem Hotel, ein Mann von der Elfenbein, von Senegal. Und der hatte eine Stelle beim Teheraner Rundfunk dann ergattert, hat dort die französischen Nachrichten gelesen. Und der blieb eigentlich so wie so ein Hüter dieses Hotels, blieb der ganz lange Zeit. Den habe ich dann nach fast einem Jahr wieder getroffen. Mhm, ne? Verstehe. Und hat mir dann ganz stolz die neuesten Malereien gezeigt, die da entstanden sind. Toll. Ich frage nämlich deshalb, weil bei solchen Treffpunkten, bei solchen Knotenpunkten wurden ja auch gar nicht so wenig Kinder geboren unterwegs. Wie sieht das da aus? Ich meine... Die Fruchtbarkeit hört ja nicht auf, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite nicht. Oder war das nicht so wichtig? Du stellst interessante Fragen, Uwe, muss ich sagen. Eigentlich wenig, weil es wird auch hier thematisiert, es gab einen echten Frauenmangel. Ne? Natürlich, auf dem Hippie-Trail. Ne? Das ist mir, mir schon klar. Das war brutal. Ne? Also wirklich, wenn eine Frau da war, dann war die umschwärmt von allen Seiten. Ne? Mhm. Und die konnte also wählen, ne? In dem Fall hat sie einen genommen, der ein Auto hatte, ne? Was eine gute Idee war. Ne? Durchaus, ja. Und der Frau. Naja, gut. Und deswegen, also in Istanbul gab es auch noch viele Frauen, kann man sagen. Ne? Auch solche, die vielleicht ein bisschen leichtlebiger waren, wo man leichter rankam. Und dann in Indien wieder, ne? In Indien auch wieder. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind, aber in Delhi gab es auch jetzt wieder viele Frauen, also relativ viele Frauen. Ne? Ja, also im Amir Kabir war es nicht leicht, irgendwie eine Beziehung zu haben zu einer Frau. Denke ich mir. Ja, ja und wie ist denn das mit unserem Helden weitergegangen? Hat er irgendwas Gefährliches erlebt im Hotel beziehungsweise in Teheran? Nö, da nicht, aber wir sind dann wirklich mit zwei
Mädchen, den einzigen, die es da gab zu der Zeit, weitergetrampt. Und es war natürlich auch ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man mit den zwei Mädchen leichter trampen kann. Ne? Und was auch funktioniert hat. Ne? Und wenn die sich vorne hingestellt haben, dann ist man doch sehr viel leichter mitgenommen worden als ohne die. Und dann trampen wir in Persien schon noch schwierig, ne? Zu der Zeit. Mhm. Und da sind wir dann nicht in Teher, also in Persien, in den abgelegenen Gegenden sind wir schon auch in brenzlige Situation geraten. Weil natürlich so da war eine Amerikanerin, die immer so ganz kurze Miniröcke anhatte, so gar im Süden von Persien, ne? Wo also wirklich die meisten noch verschleiert rumliefen. Ja. Und dann vor allem in Pakistan. Pakistan hatte ganz schreckliche Ecken. Ne? Hat es heute noch mehr dann, ne? Natürlich. Ja, ne? Und da mit dem Minirock aufzukreuzen, oder, war man natürlich schon sofort in einer brenzligen Situation. Ne? Dann kamen natürlich irgendwelche Leute und haben gesagt, hey, heute Abend machen wir einen Ausflug und was weiß ich und so Pläne und so weiter. Und das war schwierig, da wieder rauszukommen das waren alles Fallen eigentlich, ne? Und da wieder rauszukommen, das war schon schwierig. Glaube ich. Aber ich meine, es waren ja im Wesentlichen noch relativ junge Leute unterwegs und nichtsdestotrotz erwischen einen in solchen Gegenden ja auch unangenehme Krankheiten. Und wenn es nur Durchfallerkrankungen sind oder ähnliches. Wie sind die damit umgegangen? Wie ist das gelaufen? Musste man dann durch und mit Glück hat man es überlebt mit Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, nee. War damals ja völlig illusorisch, denke ich mal. Man ging nicht zum Arzt natürlich, das war klar. Ne, man hatte einfach gewartet, bis es rum ist, ne? Und irgendwann ging es so rum. Denke ich mir. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich. Ich meine, heutzutage gehen die wenigsten Menschen so auf Tour. Ja. Selbst die sogenannten Rucksacktouristen sind mehr als gut versichert und haben entsprechende Quellen, können zu Hause heutzutage mal eben Geld überweisen lassen oder was weiß ich was. Das war ja alles nicht. Diese Unsicherheit war aber gewollt. Ja, man hat natürlich das war schon gewollt. Man wollte ja wirklich in eine Situation kommen, wo man wirklich extrem auf sich selber gestellt war. Ne? Mhm. Das war eigentlich irgendwie wichtig, ne, dass man auch so eine Situation überstanden hat. Also es war bei mir mehrmals, dass ich gar nichts mehr hatte, gell? Und trotzdem irgendwie weitergekommen bin. Ne? Das ging irgendwie doch weiter. Ne? War dann da die Kameradschaft, das ist ein altes deutsches Wort, aber ich nenne es trotzdem mal, gab es da sowas, sich gegenseitig zu unterstützen? Ja, unbedingt, ja. Also da haben sich, also wenn der andere noch ein bisschen was hatte, hat er sofort was abgegeben. Ich habe nur einmal Geld geliehen von der deutschen Botschaft in Kabul. Ne? Ach, das ging auch, ja. Ja, das ging. Da war wirklich, Kabul war schon wieder verwestlicht, also da war es ja, das war nicht mehr so leicht, also dass einem die Freunde das Geld gegeben haben oder so, da musste man schon selber durchkommen. Und da bin ich dann zur Botschaft gegangen, ne? Und dann hat er gesagt, aus welcher Opiumhöhle kommen Sie denn? Ne? Das verstehe ich, ja, es war sicherlich nicht ganz einfach. Die Vorurteile waren sicherlich nicht sehr klein von allen, die um euch herum waren. Ja. Denke ich mir schon. Ja, vielleicht, was ist zum Schreiben des Buches, was ist für dich während des Schreibens die schönste Erinnerung gewesen, die raufkam? Na, das Schreiben hat insofern was Schönes. Man fühlt sich, wenn man jetzt in der Zeit schreibt, in der man noch sehr jung war, ne? Fühlt man sich wieder genauso. Ja, ne? Das ist das Tolle, Uwe. Ja, das glaube ich. Habe jetzt so ein anderes Buch, ich habe da mal letztes Mal drüber geredet, London Pop und frühe Liebe. Ne? Ja. Da war ich ja noch 2 Jahre jünger oder 3 Jahre jünger. Ne? Da habe ich mich noch jünger gefühlt. Und habe die ganzen alten Beatles und Kings und sonst, wir haben letztes Mal drüber geredet, die Titel wieder gehört. Und das ist eigentlich das Schönste. Ne? Dass man wieder so einen jugendlichen Auftritt kriegt.
Ja, dann pass mal auf, dass du nicht über deine frühe Schulzeit redest oder den Kindergarten womöglich. Wer weiß, was dabei rauskommt. Eine Idee. Dann, das ist auch gefährlich. In unserem Alter ist das schon wieder gefährlich. Ja. Da weiß man nicht so richtig. Ja, wenn du dein Buch oder die Zeit oder das Hotel in drei Begriffen, nicht Sätzen, sondern Begriffen, zusammenfassen oder charakterisieren solltest, worauf würdest du zugreifen? Letztes Mal hast du mir so was Ähnliches gefragt und das war easy. Dann habe ich gesagt, yeah, yeah, yeah. Ja, das war easy. Weißt du noch? Das war easy. War ich auch sehr beeindruckt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, Hippie, she loves you, wäre nicht schlecht natürlich. Ne? Gut, ich sage Liebe, Freiheit, Popmusik. Wen, der heutzutage unter den fast 9 Milliarden Menschen lebt, würdest du gerne treffen? Na gut, ich glaube, ich würde schon einen aus dieser ganzen Hippie-Underground-Pop-Musik-Welt treffen, vielleicht ein Leben. Ja, Bob Dylan. Bob, bitte. Den würde ich gerne treffen. Den würdest du gerne ja, treffen. Ja, unbedingt. Ja, warum nicht? Ja. Ich habe das Gefühl, unsere Zuschauer hier würden mir zu gerne auch sagen, wen sie gerne treffen würden. Aber das machen wir vielleicht bei einer eigenen Sendung draus. Ja, dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten Frage, die du eigentlich auch schon kennst. Und die ich selten jemandem stelle, der schon ein paar Mal da war. Aber ich mache es trotzdem mal. Magst du mich was fragen? Warst du ein Hippie? Nee. Ich war irgendwie zu jung dafür. Für diesen ganzen Kram war ich irgendwie zu jung. Oder ich war zu provinziell in Wolfenbüttel oder was weiß ich was. Also außer Shit und Mädchen habe ich da nie viel erlebt. Naja, das ist ja schon ein bisschen was, oder? Und das aber nur dann, mein Bruder war fünf Jahre älter als ich und der war mir immer ein gutes Stück voraus. Er hatte eine Diskothek und das war natürlich gigantisch. Klingt für mich auch schon ein bisschen andeutungsweise wie ein Hippie. Ja, aber ich bin bis Braunschweig, Hannover gekommen, weiter zu der Zeit nicht. Also insofern ist das immer etwas gewesen, was für mich interessant war, aber wo ich nie dazugehörte. Ich bin aber sicher, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, dann hätte ich versucht, dazu zu gehören, so wie du es auch gemacht hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Tiny Stricker mein Gast. Wir sprachen über sein Buch Hotel Amir Kabir oder Die Wege der Hippies. Es ist wieder mal ein für mich seltsam vertrautes Buch. Ich denke, eines seiner Geheimnisse ist, dass es in einer Zeit spielt, die auch die meine war. Viele Erinnerungen habe ich in ähnlicher Weise, wenn ich auch in dem Alter noch nicht auf Reisen war, so kenne ich den Zeitgeist von damals. Damit ist so etwas wie Wiedererkennen und Selbsterlebtgefühl sofort vorhanden. Es schmuggelt fremde Erinnerungen, nämlich deine, Tiny, Erfahrungen und Stimmungen unter die eigenen, unter meine eigenen Erinnerungen. Vielleicht werden dadurch nur schattenhaft vorhandene Vergangenheitsmomente in meinem Gehirn wieder geweckt oder ja, wachgerüttelt. Und das erzeugt bei der Lektüre dieses Buches und bei dem Gespräch mit dir ein schönes Gefühl. Wenn man so etwas erleben möchte, was ich nur empfehlen kann, dann besorge man sich das Buch, setze sich hin und tauche ein in diese Zeitreise des eigenen, fremden Lebens. Aber auch für jüngere Menschen hält es eine Menge bereit. Sie können den schon erwähnten Zeitgeist nacherleben und mit dem ihren, aus welcher Zeit auch immer, abgleichen und vielleicht über die Aktualität des damaligen Denkens und des herrschenden Lebensgefühls staunen. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über eine gar nicht so lange entfernte Zeit gehört haben. Dass wir Eindrücke und Erinnerungen teilen konnten, die auch unsere eigenen sein könnten.
Danke für das Plaudern, die empathisch geschilderten Zeiten, Menschen und Situationen, die du uns näher gebracht hast. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich dir, lieber Tiny, herzlichen Dank für die Mitwirkung in dieser Sendung. Danke auch, Uwe. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.